Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Gleich findet ihr den The End of the Book Here Tag von mir für euch. Super gut angeteasert. Wie auch immer, lasst uns loslegen. Frage Nummer 1. Gibt es irgendwelche Bücher, die du dieses Jahr angefangen hast und noch beenden musst? Eigentlich nicht, weil ich auch nicht mir selbst so irgendwie den Druck mache zu sagen, ich muss jetzt noch Bücher lesen oder ich muss welche anfangen. Aber es gibt schon eine Reihe, die ich sehr lange im Fokus habe, die ich auch schon mal angefangen habe, aber nie zu Ende gelesen habe, weil es mir nach dem dritten Teil irgendwie die Motivation verhagelt hat wegen einer besonderen Änderung im Plot. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Ich zeige euch einfach mal das Buch und zwar den ersten Teil dieser Reihe. Und die Reihe möchte ich komplett nochmal lesen, also die ersten drei Teile, die ich bereits gelesen habe, rereaden und dann die Reihe eben auch beenden. Es ist eine siebenteilige Reihe, geschrieben von Sarah J. Maas und zwar heißt es Throne of Glass. Die meisten werden es kennen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie nochmal eine große Überraschung ist, deswegen werde ich jetzt auch nur sehr wenig zum Inhalt sagen. Im Buch geht es auf jeden Fall um Celina Sadorthian, die ist eine Stadt- oder weltbekannte Assassinin. Wir haben hier ein High-Fantasy-Setting, also eine eigene Welt. Im Buch gibt es auch ganz vorne eine Karte drin, eine sehr schöne, die ganze Welt nochmal ein bisschen erläutert und aufteilt. So, die erweitert sich dann auch noch im Laufe der Geschichte. Ja, und Celina Sadorthian wurde eines Tages gefangen genommen, eben weil sie eine Assassinin ist und in eine Salzmine gebracht. Dort schuftet und ackert sie schon seit, ich glaube sogar einem Jahr oder länger als einem Jahr, auf jeden Fall eine unfassbar lange Zeit für die Torturen, die sie dort durchmacht. Und eigentlich ist sie auch schon physisch und psychisch richtig gebrochen und am Ende. Doch dann ermöglicht ihr eine ganz spezielle Chance, diesen Salzminen zu entfliehen. Und zwar sucht der derzeitige Kronprinz, also der Anwärter des zukünftigen, also des Krones, des Throns, so, einen Champion. Und sie ist ausgerechnet auserkoren worden, der neue Champion zu werden, beziehungsweise sich in einem Wettkampf zu stellen, um den neuen Champion zu sein. Der hat dann auch viel damit zu tun, dass der König dann, beziehungsweise der Kronprinz beschützt werden muss. Das heißt, sie nimmt diese Chance natürlich an und trainiert nebenher im Palast, also wo der König sie quasi auch hinbringt, beziehungsweise der Kronprinz, der ist übrigens Dorian. Und dort trifft sie auf ihren Lehrer und auch den Anführer der königlichen Garde, Carol. Und die drei Personen sind auch vor allem im ersten Buch oder in den ersten drei Büchern somit die wichtigsten Charaktere. Das heißt, wir haben einmal den Kronprinzen Dorian, wir haben Celina Sadorthian und wir haben Carol. Und die drei sind wirklich tragend für die Geschichte. Ich will jetzt auch gar nicht mehr viel dazu sagen, denn die Welt wird noch relativ groß und episch und weit und das kratzt hier wirklich nur an der Oberfläche. Aber so, dass für die Leute, die wirklich noch nichts von dieser Reihe gehört haben, was mich wirklich überraschen würde, einen kleinen Einblick gewinnen. Genau, aber dieses Buch oder diese Reihe will ich vielmehr auf jeden Fall noch in diesem Jahr lesen. Ich habe es sogar schon ein bisschen angefangen, aber dazu dann mehr in meinem Lesemonat. Frage Nummer 2. Hast du ein herbstliches Buch, mit dem du das Ende des Jahres einläuterst? Herbstlich nicht, eher winterlich. Und zwar ein Buch, das ich jedes Jahr im Winter lese, beziehungsweise vor allem um die Weihnachtszeit rum. Ich habe es in der Weihnachtszeit gekauft. Ich habe es auch noch in keiner anderen Jahreszeit jemals gelesen. Und ich liebe es schon seit dem Tag, bei dem es mir bei mir eingezogen ist. Und zwar rede ich von Mark Halperin. Wintermärchen. Das ist auch eine sehr alte Ausgabe, die habe ich in einem Antiquariat, wie gesagt, schon mal gekauft. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob es die irgendwo noch zu kaufen gibt. Es ist auf jeden Fall ein Märchen, so wie man es kennt. Das Ganze spielt in New York und es eröffnet sich quasi eine magische Welt, in der es viel um Menschen geht, um die Abgründe von Menschen, um Moral, aber auch, naja, um das Wunder von Weihnachten. Und ich finde, es ist richtig, richtig passend für diese Zeit. Es bringt mich auch immer extrem in Weihnachtsstimmung. Bisher ist es bei mir noch nicht aufgekommen, außer beim Weihnachtsshoppen, aber das ist eher Stress als wirklich besinnliche Stimmung. Und wenn ich aber dieses Buch anfange, dann ist es jedes Jahr wieder so, dass ich denke, ja, jetzt ist für mich Weihnachten. Und deswegen werde ich dieses Jahr, beziehungsweise diesen Monat, dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Aber wie gesagt, es ist eher ein winterliches Setting und auch ein winterliches Buch. Frage Nummer 3. Gibt es noch Neuerscheinungen, auf die du noch sehnsüchtig wartest?
Ja, es gibt, um genau zu sein, noch eine einzige. Und zwar von J.R. Ward, ich glaube, es ist der 34. Band, müsste sein, von der Black Dagger Brotherhood Series. Das ist eine Reihe, die ich schon verfolge, seit ich denken kann, gefühlt. Also ich habe die bestimmt mit 14, 15, 16 irgendwie um den Dreh rum angefangen und bin ihr seither sehr treu, bin der Autorin sehr treu. Es ist eine Vampirgeschichte, die sehr, sehr komplex wird über die Zeit. Klar, wir haben ja auch schließlich schon den 34. Band. Und in der Geschichte geht es eben um ja, Brüder, die einer Geheimorganisation angehören und gleichzeitig auch einer anderen Rasse. Das heißt, das sind ja Vampire. Und die bekämpfen die sogenannten Lesser. Lesser sind von Omega geschaffene Zombies, könnte man es jetzt mal runterbrechen. Omega ist so der böse Part der Gottheit und die gute Gottheit ist die Jungfrau der Schrift, für die auch die Vampire kämpfen. Sie ist die Erschafferin der Rasse und diese ganze Vampirgesellschaft, bestehend aus der Glymera, also dem Vampiradel, dann den, sage ich mal, Proletariat, also mit den ganz normalen Bürgern und dann eben dem König mit der Black Dagger Bruderschaft als Spitze der ganzen Hierarchie. Wurde von der Jungfrau der Schrift erschaffen. Das heißt, um sie gibt es auch kein Kult wirklich, aber eine Religion und Tempel und so weiter und Feierlichkeiten und Festivitäten. Und das natürlich ist auch wieder alles sehr, sehr grob gekratzt. Und im ersten Teil der ganzen Reihe geht es um Wrath, um den Anführer und zukünftigen König dieser ganzen Gemeinschaft. Der will eigentlich nicht so wirklich auf den Thron, versucht das zu verhindern, ist lieber mit seinen Brüdern zusammen auf der Straße und bekämpft eben Lesser. Doch er ist halt der Einzige, der König werden kann, denn seine Eltern sind schon lange tot, die sind ermordet worden. Red hat es sogar miterlebt. Red ist der Name von ihm, Wrath. Und ja, natürlich versuchen seine Brüder, die ihm wirklich, wirklich nahestehen und ihm viel bedeuten, ihn dazu zu bringen, die Königswürde anzunehmen, weil die Gesellschaft auch einfach jemanden an der Spitze der Regierung braucht, der sie anleitet und auch Konflikte, sag ich mal, abflacht oder löst. Genau. Und in dem neuesten Band geht es nicht unbedingt um einen der Brüder. Die sind in den vorigen Bänden abgehandelt worden. Aber es gibt neben den, sag ich mal, normalen Vampiren auch noch sowas wie Sympathen. Das sind Vampire, die sich nicht von Blut ernähren oder auch von Blut, aber vor allem auch von Gefühlen. Das können gute und schlechte sein. Die brauchen das einfach zum Überleben. Sind aber deswegen nicht so wirklich hoch angesehen in der ganzen Vampirgesellschaft. Und es gibt noch Schatten. Und Schatten sind auch Vampire. Sie können aber zusätzlich noch zu ihrer Vampirhaftigkeit mit den Schatten um sich herum verschmelzen. Das heißt, in einem Raum, in dem es dunkel oder düster ist und da Vampire nun mal kein Licht vertragen, weil sie dann sterben würden, ist man einfach immer im Dunkeln unterwegs, wenn man mit denen zu tun hat. Können die mit den Schatten um sich herum verschmelzen, beziehungsweise die Schatten so um sich rumziehen und dadurch werden sie unsichtbar. Also sie können sich halt vor anderen Leuten verbergen. Das ist so ihre besondere Kraft. Und zwei Schatten sind sehr stark verbandelt mit der Bruderschaft der Black Dagger und auch mit den Sympathen teilweise. Und um einen dieser Schatten geht es dann. Sein Name ist Tress. Das wird euch jetzt nichts sagen für die Leute, die die Reihe nicht kennen, weil es ein Charakter ist, der zwar schon früh eingeführt wird, aber der erst, ich sag mal, ab Teil 30 vielleicht zentral wird. Wie auch immer, um den geht es im neuen Band und ich werde auf jeden Fall seine Geschichte lesen. Ich freue mich schon tierisch, zumal auch die übergeordnete Story immer noch mitbehandelt wird. Also man bekommt halt noch mehr Hintergrundinfos über alles, was noch zusätzlich auch auf der bösen Seite passiert, also der Lesser-Seite. Da kommen nämlich auch noch ein paar, sag ich mal, dunkle Gestalten ans Tageslicht. Genau. So viel dazu. Ich freue mich schon sehr, 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 sehr auf dieses Buch und jedes Mal lese ich auch die ganze Nacht durch, wenn es endlich rausgekommen ist. Frage Nummer 4. Welche drei Bücher willst du noch vor Ende des Jahres lesen? Das ist nicht so, das ist auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite wollte ich mich jetzt nicht wiederholen, denn eigentlich will ich ja noch die komplette Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas lesen und damit erschöpft sich ja auch schon diese drei quasi Bücher, weil die Reihe aus 7 Teilen besteht. Aber ich habe mir jetzt noch gedacht, mal ab unabhängig von Throne of Glass, das natürlich auch auf meiner geistigen To-Do-Liste steht, habe ich mir vor kurzem erst den Psycho-Thriller von den neuesten von Sebastian Fitzek gekauft, und zwar Der Heimweg. Der ist auch richtig cool gemacht. Den habe ich schon in meinen Neuzugängen erwähnt, glaube ich. Ja, ich glaube in meinem Neuzugängen von November. Und hier geht es um eine Frau, in deren Wohnung eingebrochen wurde und an deren Wand mit Blut geschrieben stand, dass sie an dem und dem Tag sterben soll. Und dann kommt es so, dass sie in der Nacht, wo quasi dieser Tag bald anbrechen soll, unterwegs ist und halt irgendwie Angst hat, weil ihr diese Begegnung und diese Schrift an ihrer Wand immer noch in den Knochen sitzt.
Das heißt, sie ruft eher so eine Hotline an, so eine Telefonhotline, die nicht nur für Frauen, aber vor allem von Frauen genutzt wird. Und dort kann man sich quasi nach Hause begleiten lassen, also so eine Heimweg-Hotline. Das macht sie und die Person am anderen Ende der Leitung bleibt eben dran, bis du dann bei deiner Haustür bist. Denn in ein paar Stunden soll eben dieser besagte Tag antreffen. Und was dann mit ihr passiert und ob sie es heil nach Hause schafft oder nicht, darum geht es dann wahrscheinlich in dem Buch. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, weil abgesehen von dem unfassbar ansprechenden Äußeren, ist es auch eine Situation, mit der, finde ich, vor allem Frauen, und das meine ich jetzt sehr subjektiv aus meiner Perspektive, sehr gut nachfühlen können. Man hatte immer mal Angst in einer gewissen Gegend. Man hat immer das Gefühl, dass es vielleicht mal eine Situation gekommen ist, zu einer Situation gekommen ist, in der man sich unwohl gefühlt hat und auch irgendwie dachte, sag mal, der Typ hinter mir, läuft der jetzt nur zufällig in die gleiche Richtung oder verfolgt er mich? Also, das ist vielleicht nicht immer begründet, aber die Angst kann auf jeden Fall jeder in irgendeiner Weise nachvollziehen. Genau, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Das ist Buch Nummer 1. Und dann habe ich noch von Cold Town Holly Black mir rausgesucht, auch ein Buch, das schon die ganze Zeit auf meiner Couch liegt und ich immer denke, jetzt möchte ich es lesen, jetzt möchte ich es lesen, aber es leider noch nicht gemacht habe. Es ist auch ein Einzelband und mal abgesehen davon, dass Holly Black eigentlich nur über Feen schreibt, über dunkle, düstere, gefährliche und grausame Feen, geht es hier um mal um ein anderes Thema und zwar Vampire. Wir haben hier, ich glaube, keine richtige Fantasy-Geschichte, denn es ist eine ausgedachte Welt, die aber unseren sehr ähnlich ist. Das Einzige, was hier besonders ist, dass es sogenannte Cold Towns gibt, also Städte, die komplett mit Vampiren gefüllt sind. Und Vampire entstehen, dass man sich halt mit einem Virus infiziert. Und die Protagonistin Tana, die ist eines Nachts auf einer Party und wacht dann plötzlich wieder auf und weiß gar nicht, warum sie hier gepennt hat und was jetzt gerade eigentlich passiert ist. Aber sie merkt nur, dass ihr bester Freund plötzlich infiziert ist und halt zu einem Vampir mutiert. Und auch bei Tana könnte es eben sein, dass sie das Virus in sich trägt. Und deswegen machen sie, ihr bester Freund und der sogenannte Gabriel, aus dem sie beide noch nicht so richtig schlau geworden sind, also weder sie noch ihr bester Freund, sich auf den Weg in eine dieser Cold Town-Städte, um herauszufinden, ob sie das, was ihnen passiert ist, noch rückgängig machen können. Und wenn nicht, wie sie sich quasi in den Cold Town-Städten dann zurechtfinden. Finde ich sehr cool. Einzelbände sind schwer zu schreiben. Das kann auch sehr schnell mal in die Hose gehen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie Holly Black das hier macht. Ich habe bisher einen anderen Einzelband von ihr gelesen, der allerdings Teil einer größeren Reihe war. Nur nochmal quasi so ein Extraband über einen Protagonisten. Also ich weiß, sie kann gut schreiben. Sie kann auch gut abgeschlossene Geschichten schreiben. Aber sie ist trotzdem eher jemand, der Trilogien bzw. sogar mehrteilige Reihen produziert. Deswegen bin ich hier sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und das Letzte, was ich ja schon erwähnt habe, ist eben Throne of Glass. Also das ist wahrscheinlich sowieso ein größeres Projekt, das sich über einige Monate ziehen wird. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, Nummer 5. Gibt es ein Buch, das dein liebstes Buch des Jahres werden könnte? Ja, es gibt natürlich mehrere Bücher, die die liebsten Bücher des Jahres werden. Es bleibt meistens nicht nur bei einem. Ich habe auch überlegt, aus welchem Genre soll ich euch was vorzeigen. Ich habe auf jeden Fall auch ein Romance-Highlight, aber zu dem ganzen Jahreshighlights 2020 wird es ein eigenes Video geben und zwar wahrscheinlich entweder an Silvester oder um Silvester rum, vielleicht auch am 1. Ich weiß es noch nicht genau, aber auf jeden Fall in der Sparte und da werde ich euch dann ganz ausführlich jedes einzelne Buch vorstellen, das ich dieses Jahr sehr, sehr gefeiert habe. Aber als kleines Schmankerl stelle ich euch natürlich trotzdem eins davon vor und zwar, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil das ist der vierte und abschließende Band einer Reihe und zwar die Isara-Reihe von Julia Dippel. Das hier ist der letzte und auch also der vierte und der letzte. Und ich zeige euch jetzt mal der Vollständigkeit halber noch die ersten drei. Der erste heißt Das ewige Feuer. Der zweite heißt Stille Wasser. Der dritte heißt Sturmflut. Und der vierte heißt Verbrannte Erde. Und ich habe angesichts dessen, dass der vierte Band dieses Jahr rausgekommen ist, die ganze Reihe nochmal gelesen, weil ich dachte, ja, also. Keine Ahnung, ich kann ja jetzt nicht mehr jedes Detail aus meinem Kopf wiedergeben, aber ich möchte schon gut und gut vorbereitet vor allem in den letzten Teil starten, weil ich die ersten drei so gefeiert habe und habe es auch echt nicht bereut. Alle Bücher sind so geschrieben, dass man jedes Mal wieder was Neues entdeckt. Die Geschichte wird nie langweilig, die Charaktere sind nicht langweilig. Es gibt so viele auch Nebencharaktere, die ich extrem ins Herz geschlossen habe, die witzig waren, tiefsinnig, unterhaltsam. Vielleicht auch ein bisschen zwiespältig. Tristan ist bei mir so ein Charakter, wo ich immer denke, ich bin hin und her gerissen zwischen, ich hasse ihn und ich finde ihn eigentlich doch ganz nachvollziehbar in seinen Taten.
Naja, wie auch immer. Ich sage euch jetzt natürlich nichts über den vierten Teil, aber ich gebe euch einen kleinen Einblick zum ersten, und zwar das ewige Feuer. Hier geht es um Ari, die eigentlich ein ganz normales Leben führt und dann eines Tages aber auf den geheimnisvollen Ace Lucien, ne? Ja, Lucien oder Lucien trifft. Und zwar versucht er sie zu töten. Er denkt nämlich, dass sie die Person ist, die seinen Ziehvater und besten Freund Thanatos ums Leben gebracht hat. Hat sie aber nicht. Sie weiß überhaupt gar nicht, von was er da redet, warum er so unfassbar stark und schnell ist und was hier eigentlich abgeht. Und dann überschlagen sich relativ schnell die Ereignisse, denn Lucien ist kein Mensch, er ist ein Brachion. Also das ist ein Art spezieller Dämon, der sich von Gefühlen ernährt. Das heißt, jede Emotion hat einen bestimmten Geschmack, so wie, keine Ahnung, Trauer ist bitter oder Freude ist süß und Liebe ist, keine Ahnung, prickelnd oder so. Und davon ernähren die sich. Die können auch normale Nahrung zu sich nehmen, aber vor allem das ist eben das, was sie konsumieren. Und dann plötzlich überschlagen sich halt wirklich die Ereignisse. Und ich will auch gar nicht so viel sagen, weil ich finde, man spoilert hier relativ schnell, weil die Geschichte auch extrem schnell geschrieben ist. Und Ari ist natürlich Teil dieser Welt, aber wie sie da reinpasst und was ihre Aufgabe ist und was sie so besonders macht, darum geht es dann in dem Buch. Ich will ganz, ganz kurz nochmal was sagen, und zwar für alle, die es jetzt schon gelesen haben und die denken, ja, ich weiß, um was es geht. Ihr dürft euch freuen. Ich habe letztens einen Livestream gesehen, den hat Lena von Expecto Booktronum und Lisa von Ruby Red Books zusammen mit Julia Dippel gemacht, also der Autorin hier. Und da hat sie einfach mal so ganz nebenbei gedroppt. Übrigens, nächstes Jahr kommen zwei Bände, also eine Trilogie über Belial raus. Und ich so, nein! Nein! Oh mein Gott, wie geil! Ich bin wirklich richtig hart ausgerastet und ich könnte auch jetzt immer noch ausrasten, weil für mich ist, mal abgesehen von Lucien, aber ich glaube Belial noch ein bisschen mehr, mein Lieblingscharakter. Er ist der Teufel, um es mal so zu sagen. Das ist auch kein Spoiler, weil, also das ist irgendwie auch kein Geheimnis, dass er der Teufel ist. Sobald sein Charakter eingeführt wird, wird es auch gesagt. Und seine Aufgabe ist es quasi, ja, Lucien und Ari so ein bisschen zu unterstützen auf ihrer Reise. Und er hat auch, finde ich, eine zentrale Rolle. Also er spielt schon irgendwie im Zentrum des Ganzen mit. Und auch vor allem im vierten Band wird er halt richtig, richtig toll. Und man merkt auch, wie sehr er sich selbst verändert hat. Trotzdem ist er wahnsinnig selbstironisch, wahnsinnig mächtig, sehr witzig, sehr tiefsinnig und natürlich ururalt. Das macht seinen Charakter für mich umso interessanter und man bekommt so ein bisschen mit, dass es mal jemanden in seinem Leben gab, den er sehr geliebt hat und der aber leider getötet oder halt irgendwie aus seinem Leben verschwunden ist. Und darum soll es dann quasi in diesen zwei Bänden gehen. Und zwar der erste Band wird vor Isara spielen, also vor dem ersten Teil von Isara. Und der zweite Band der Trilogie soll danach spielen. Und da sollen auch nochmal Ari und Lucien und vielleicht auch Tristan, ich weiß es noch nicht genau, aber auf jeden Fall Ari und Lucien und Victorious und noch viele andere Charaktere aus der Reihe hier auftauchen. Oh mein Gott, ich freue mich da so drauf. Ich hoffe, ihr natürlich auch und ich wollte das mit euch teilen. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu Isara. Ja, ist eine richtig tolle Reihe, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Finde ich auch im Vergleich, und ich habe beide Teile von Kassadin schon gelesen, besser als Kassadin. Kassadin hatte die große Stärke, dass da das Worldbuilding interessanter war. Also da geht es um Totenreich und so, und da, dass unsere Protagonistin zusammen mit ihren fünf Geschwistern sind es, glaube ich, ins Totenreich reist und merkt, dass sie eigentlich ein großer Bestandteil dieser Welt sind. Das heißt, da würde wirklich viel Sorgfalt, viel Kreativität und viele tolle Ideen mit in diese Welt eingebaut. Aber Isara hat einfach die besseren Charaktere. Oh mein Gott, ich habe jeden Einzelnen da drin geliebt. Ich mochte auch teilweise die Grauzonen, die aufgemacht wurden. Ich war hin und weg und begeistert und finde es halt wirklich, wie gesagt, nicht langweilig, obwohl ich den Plot ja schon kannte, die Geschichte ein zweites Mal zu lesen. Der fulminante Abschluss hat das alles natürlich nur noch übertroffen. Gut ist für euch auf der einen Seite, weil jeder Teil, also bis auf der letzte natürlich, einen Cliffhanger, einen wirklich, wirklich schlimmen Cliffhanger hat, dass ihr direkt weiterlesen könnt jetzt, weil jetzt alle Teile draußen sind. Ich musste damals warten und bin beinahe vor Neugier gestorben. Das ist natürlich überspitzt, aber gefühlt war es für mich schon sehr, sehr schlimm, jedes Mal ein Jahr warten zu müssen, bis der nächste Teil rauskommt. Deswegen, da könnt ihr euch sicher sein, ihr könnt direkt weitersuchten. Ich finde es richtig, richtig toll und es ist schon so in die, also das ist jetzt schon richtig Richtung Fantasy. Aber es spielt auch teilweise noch mal in einer anderen Welt. Nur ist diese Welt dann quasi nicht so wichtig.
Ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick geben können. Wenn nicht, kann ich jetzt auch nichts mehr daran ändern. Gut, weiter zur nächsten Frage. Und ich glaube auch schon mit der vorletzten. Genau, Nummer 6. Hast du bereits angefangen, Lesepläne für 2021 zu machen? Das kann ich sehr schnell und kurz und schmerzlos beantworten. Nein, ich mache keine Leselisten, ich mache keine Lesepläne, weil ich sehr spontan lese. Es gibt Monate, da habe ich das Gefühl, ich lese nur Romance. Es gibt Monate, da lese ich nur Fantasy. Ich hatte jetzt nicht Monate, wo ich nur Thriller gelesen habe, weil das ein Genre ist, das ich erst für mich entdeckt habe. Aber es gab durchaus schon Monate, wo ich echt viel Horror gelesen habe oder auch viel Belletristik. Ich würde sagen, unterm Strich lese ich trotzdem am meisten Fantasy. Es ist auch meistens so, dass die Lesemonate sehr vertreten sind mit dem Fantasy-Genre und auch Dystopien. Das zähle ich quasi unter eins, also Science-Fiction, Dystopie und Fantasy ist für mich so eins. Alles Übernatürliche eben. Ja, aber ich lege mich da ungern fest, denn ich weiß, es kann sein, dass der Monat total stressig ist oder die Woche oder einfach nur der Tag und ich dann doch zu einem anderen Buch greife, als ich dachte. Ich möchte mich da einfach nicht unter Druck setzen und bisher bin ich damit auch ganz gut gefahren. Das heißt, nö, ich habe keine Pläne. So, und als allerletztes bleibt mir jetzt nur noch übrig, jemanden zu taggen. Das mache ich sehr ungern. Erstens, weil ich noch nicht so viele Leute aus der BookTube-Community kenne. Also nicht persönlich. Ich kenne die natürlich schon, weil ich die schaue, aber die kennen mich nicht. Das heißt, ich tagge auf jeden Fall die Person, die ich schon kenne und mit der ich schon ein paar tolle Aktionen machen konnte. Und zwar Johanna von Leserausch. Ein dickes, fettes Hallo an dieser Stelle. Ich hoffe, du siehst dieses Video und hast vielleicht auch Lust, den Tag zu machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du die Fragen beantwortest. Und ansonsten darf sich natürlich wie immer jeder getaggt fühlen. Also jeder, der Lust dazu hat, kann die Fragen auch in den Kommentaren beantworten oder wenn ihr einen eigenen BookTube-Kanal habt, könnt ihr auch gerne ein Video dazu drehen, da würde ich mich sehr freuen. Genau. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald und tschüss.